Es ist ungeheuerlich, wie schnell das Ganze gegangen ist. Innerhalb weniger Minuten ist der tsunamiartig, wie gesagt, von dieser Seite her gekommen. Einen Schwall, das war wirklich wie ein reißender Fluss, der hier, wie gesagt, sich seinen Weg hier durchgebahnt hat und über die Mauer gestiegen ist und auf die Schnelle, wenn man da hinten das sieht, an der Kante bis zu dieser Höhe sind die Häuser hier bis runter zur Grenze, links rüber einen Kilometer, die ganze rechte Seite einen Kilometer ungefähr rüber, komplett abgesoffen und teilweise bis zum ersten, zweiten Stock unter Wasser gestanden. Das haben sie dramatische Szenen teilweise abgespielt. Bei einer Familie wäre das Kind bald ertrunken, das ist gerade noch gerettet worden am Arm. Die Mutter hat das Kind am Arm gepackt und noch in den ersten Stock gezogen. Wie die Fluten gekommen sind, konnten sich gerade noch mit ihr Leib und Leben retten. Bei anderen war es auch so, Familien, die sind ausgeflogen worden vom Hubschrauber, die waren eingeschlossen, die sind tatsächlich gerettet worden. Wir sind losmarschiert dann aktiv und sind zu den betroffenen Kunden, haben wir gleich Erstbesichtigung gemacht. Es war wirklich dramatisch. Die Kunden waren dann eine Erleichterung, wie zumindest dann der erste Schock vorüber war, dass finanzielle Entlastung da ist, dass Elementardeckung da ist. Die Leute waren glücklich, die haben einen gedankt, die sind einen, haben einen in den Arm genommen teilweise und haben sich 100-mal bedankt, wie froh und wie glücklich sie sind, dass sie eine Elementardeckung haben, dass ich das mit ihnen damals gemacht habe und zumindest ihre Existenz finanzieller Art wieder weitergeht, fortbesteht. Wenn jemand versichert ist, jetzt nach dem Schockzustand, wo man hat, wenn man dann weiß, zumindest hat man finanzielle Unterstützung zu den Leuten, wo kein Versicherungsschutz da ist, ja, ist natürlich auch verständlich, dass die Leute, wo nichts haben, natürlich, die stehen da, die kriegen, müssen jetzt auf staatliche Entschädigungen hoffen oder andere Dinge, während der, wo versichert ist, natürlich zumindest das Finanzielle komplett geregelt bekommt. Die Allianz hat aus ganz Süddeutschland zusätzlich Sachverständige hier zusammengezogen. Wir haben in Simbach einen Schadenstützpunkt eröffnet und morgen werden wir mit 10 Sachverständigen anfangen, die beschädigten Häuser zu besichtigen und den Leuten direkt Hilfe anzubieten. Was hier abgelaufen ist von der Allianz, das Schadenmanagement am Tag drauf, die Anzahl der Gutachter vor Ort, diese Professionalität, was da an den Tag gelegt worden ist. Und diese Geschwindigkeit ist ungeheuerlich, muss ich sagen. Und man hat Stimmen gehört von vielen Kunden, Betroffenen, die andere Unternehmen hatten, unterscheiden uns wirklich um Welten. Und ich gehe auch jeden Tag, wenn ich durch die Straße gehe, werde ich von den Kunden angesprochen. Hut ab, ihr habt es professionell. Was ihr für Leute habt, ich kann nur sagen, ich erzähle das jedem weiter. Es ist unwahrscheinlich. Das heißt, die Leute haben wirklich 2 Tage nach dem Schaden sind die ersten Überweisungen von 40, 60.000 und höher sind angestoßen worden, dass die Leute am 3. Tag war das Geld auf dem Konto. Die nächste Frage, die sich dann immer gestellt hat im Nachgang, nach den Schäden, die Betroffenen. Wenn das finanziell geregelt wird, was passiert dann, wenn ich mein Haus wieder aufbaue, wenn ich es neu baue, wenn es renoviert wird? Kündigt mir die Allianz, kann ich überhaupt einen Versicherungsschutz machen? Das haben wir sofort an die Abteilungen weitergegeben, an die Chefetage weitergegeben. Und es hat keine 2 Tage gedauert. Dann haben wir von Firmenbetrieb und einen Tag drauf von Privatbetrieb die Zusage bekommen, dass wir alle Geschädigten behalten. Wir kündigen nicht, wir sanieren nicht. Wir erhöhen die Beiträge nicht einmal mehr um ein paar hundert Euro, trotz dieser Wahnsinnsschadenzahlungen, die geleistet worden sind. Und das, sage ich, das muss uns erst einmal ein anderes Unternehmen nachmachen.